Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Es hat gerade angefangen, aber nichtsdestotrotz packen wir wieder unsere Grillutensilien und diesmal wieder mal den Dutch Oven passend zur Jahreszeit. Und daraus gibt es heute ein Schmorhähnchen. Was das für Arbeitsschritte beinhaltet und was dort alles drin steckt, das zeigt euch jetzt der André. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr könnt euch gemütlich zurücklehnen und zuschauen. Viel Spaß! Für unsere geschmorten Hähnchenkeulen benötigen wir die folgenden Zutaten. Und zwar hier hinten, das ist alles beispielhaft, das ist alles nur in geringen Mengen. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Und zwar hier Hähnchenkeulen, Zwiebeln, Tomaten. Würzen wir mal das Ganze mit Kurkuma, unseren Sachsengriller Zitronenpfeffer und Sachsengriller Chicken. Und weil das ja ein Schmorgericht werden soll, benötigen wir von den Hähnchenkeulen die Haut natürlich nicht. Die würde dann bloß lapschig werden und deswegen nehmen wir es runter. Deswegen einmal hier an der Keule entlang einschneiden und dann einfach runterziehen von der Keule. Das machen wir jetzt bei allen und dann sehen wir uns schon wieder am Dutch Oven wieder. Das kleine bisschen hier schneiden wir auch noch mit weg. So, und dann geht's weiter. Am Dutch Oven angekommen, wie ihr seht, machen wir das auf dem Gasgrill. Auf der Sisselzone werden wir jetzt als erste Mal die Hähnchenkeulen von beiden Seiten ordentlich anbraten. In der Zwischenzeit könnt ihr schon den Garraum vom Gasgrill vorheizen, sodass ihr dort 100-120 Grad drinne habt. So, wie gesagt, jetzt erstmal von beiden Seiten schön anbraten. Unsere Hähnchenkeulen habe ich jetzt ganz leicht angebraten, also die müssen wirklich hier keine übelsten Röstaromen haben oder sonst irgendwas, bloß dass es leicht angebraten ist. Bevor wir die jetzt aber rausnehmen, nehmen wir mal unser gewürztes Chicken und tun einfach mal etwas drüber streuen von beiden Seiten und dann holen wir sie raus. Wenn die Hähnchenschenkel draußen sind, geht es mit unserer klein geschnittenen Zwiebeln weiter. Die kommen mit hinein und im gleichen Atemzug kommt ein kleines bisschen Kurkuma mit hinein. Und jetzt werden wir die Zwiebeln glasig andünsten. Schöne Farbe ergibt das Kurkuma hier, einwandfrei und ist auch wirklich gesund. So, wie gesagt, die Zwiebeln nur ganz kurz glasig werden, dann kommen unsere Tomaten mit hinzu. Das werden wir mal noch kurz vermengen. So, sieht die ganze Sache schon gut aus. Und jetzt kommt eigentlich bloß auf dieses Zwiebel-Tomatenbett unsere Hähnchenschenkel mit hinzu. So. Und jetzt nehmen wir es runter von der Sisselzone und gehen in den Garraum. Im Garraum angekommen will ich euch bloß mal zeigen. Ich habe den wirklich jetzt eingeregelt, so auf 110 Grad, mehr nicht. Ich habe jetzt die rechten zwei Flammen angemacht. Links steht er jetzt im indirekten Bereich. Jetzt kommt der Deckel noch drauf und jetzt lassen wir die ganze Sache hier drinne. Mindestens anderthalb Stunden schmoren, aber denkt dran, wirklich bloß bei geringer Hitze, so um die 110 Grad lang, vollkommen zu. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Das konnte hier wunderschön drinnen schmoren. Ich habe mal hier das Thermometer reingehalten. Wir haben jetzt 83 Grad. Und ihr könnt auch mal mit der Gabel hier probieren. Das zerfällt hier eben alles schon. Und deswegen holen wir das jetzt raus zum Verkosten. Aber halt, stopp, noch nicht. Nein. Denn wie ihr ja wisst, fehlt noch eine Zutat und zwar noch eine kleine fruchtige Note mit dran. Deswegen werden wir das jetzt noch mal ganz kurz mit unseren Zitronenpfeffer abwürzen und dann jetzt aber wirklich raus. Ja, mal was anderes als ein Katerfrühstück und trotzdem einfach und leckere Sachen drin. Und wie es sich für ein Schmorgericht gehört. Alles schön zart, das Fleisch noch schön saftig. Ihr habt es ja auch im Video gesehen, man konnte das einfach abziehen und so war es auch. Ist nichts mehr am Knochen hängen geblieben.
Und auch unsere zwei Gewürzkombinationen, einmal das Chicken und hier zum Schluss hatte ich auch noch den Zitronenpfeffer drüber getan. Langt vollkommen aus, ist bestens dafür geeignet. Ja, absolut. Also ich muss sagen, da muss ich den André mal wieder vor allen loben. Das mit dem Würzen, das hat einfach raus. Ja, dann kann ich auch hier wieder nur sagen, auch im neuen Jahr kann ich sagen, selbst dieses, unseres erstes Rezept im Jahr 2022, ist zum Nachmachen empfohlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, somit verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann würde ich sagen, wir hoffen, dass wir mit euch wieder ein paar schöne Videos machen können. Beziehungsweise wir zeigen, ihr macht die nach, ihr sagt, hat es geschmeckt oder nicht geschmeckt. Und dann würde ich sagen, ja, auf ein erfolgreiches gemeinsames Jahr 2022. Bis zum nächsten Video sagen wir tschüss, die Sachsengriller, André und Marco. Ciao. Ciao.